Auch wir wollen uns da natürlich in diese Richtung weiterentwickeln, was Hybrid- oder sogar vollelektrischer Antrieb angeht. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute nochmal zum Bereich Baron Industries und den Einsatzfahrzeugen. Haben ja länger nichts mehr mitgenommen. Das wird sich jetzt wieder ein bisschen ändern. Wir haben hier mal einen Passat GTE, den wir jetzt umbauen werden zum Kommandofahrzeug mit unserem Standardausbau. Denn auch wir wollen uns natürlich nicht verschließen vor dieser ganzen zukunftsweisenden Elektromobilität. Es ist natürlich nicht, oder wir sind natürlich nicht die erste Firma, die jetzt mal ein Hybridfahrzeug baut. Aber zu Testzwecken wollen wir das halt eben machen. Haben wir auch schon gemacht. Das erste Fahrzeug als GTE ist schon verkauft und ausgeliefert. Auch wir wollen uns da natürlich in diese Richtung weiterentwickeln, was Hybrid- oder sogar vollelektrischer Antrieb angeht. Dazu halt eben noch eine kleine Geschichte. Wir haben schon ein Fahrzeug, wie gesagt, gebaut und auch schon ausgeliefert. Den durfte ich einen Monat oder anderthalb Monate selber fahren, da ich mittlerweile selber als stellvertretender Leiter der Feuerwehr unterwegs bin. Haben wir die schöne Möglichkeit, in Verbindung mit meiner Kommune, das einfach mal zu testen. Und konnten das Fahrzeug auch zulassen, denn mir ist halt auch wichtig, wie verhält sich denn das Fahrzeug im Einsatzbetrieb mit Sondersignalanlage, wie lange bleibt das Blaulicht an, wie lange stellt das Fahrzeug Energie zur Verfügung, wie fährt er sich auch unter diesen Bedingungen. Da schicke ich dir gerne gleich nochmal ein Bild dazu, dass du das mal mit einbauen kannst. Wie gesagt, ein, zwei Einsätze hat er dann schon bei uns gesehen. Und ansonsten bekommt das Fahrzeug bei uns die gewohnte Technik. Zeigen wir euch später unser Standardausbau mit einmal Sondersignalanlage, Dachbalken, Standby W3. Hier in dem Fahrzeug ist es eine kleine Besonderheit. In der Regel bauen wir ja bei dem Passat einmal die L54 Blitzer ein. Das geht bei dem Auto nicht, weil wir halt eben hier vorne die Klappe haben zur Ladung für den Plug-in. Das heißt, wir müssen also hier über einen 3D-Druck uns Halter fertigen und da runde L88 Blitzer einbauen von Standby, die halt einfach besser eben dann einzupassen sind. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und ihr könnt den kompletten Umbau verfolgen. Ich denke mal, wir werden alles mitnehmen und dann, ja, bis später nochmal. Knapp einer Woche Bauzeit, also zwischen 4 und 5 Tage brauchen wir dafür, ist er nun fertig. Einmal GTE mit unserem Standardausbau. Jetzt sieht man hier auch noch mal gerade, was ich am Anfang erwähnt habe, unsere Blitzer, wo wir die mittels einem separaten Halter mit einem 3D-Druckverfahren angepasst haben. Das ist bei dem Auto leider nicht anders möglich, aber ich glaube, steht ganz gut da und sieht auch ganz gut aus. Funktion ist auf jeden Fall gegeben. Ne? Ansonsten ist er noch nicht aufbereitet, der ist jetzt noch nicht verkauft, geht also somit jetzt in den Verkauf und ins Lager. Eine Sache würde ich noch gerne dazu erklären, unser Standardausbau hat sich insofern nicht verändert, das heißt Sondersignalanlage mit Dachbalken, Blitzern, Tonfolgeanlage mit Außensprechfunktion, Radioaufschaltung, Funkvorbereitung, sprich Antenne, Verkabelung und einen entsprechenden Halter oder Clip.
Ich möchte aber noch mal ganz kurz, weil wir das noch nicht so extrem lange im Programm haben, auf den Balken zu sprechen kommen, denn der hat sich ja ein bisschen verändert. Wir arbeiten natürlich nach wie vor auch noch mit Hench, aber der Standby ist mittlerweile so ein bisschen zu unserem Standardprodukt geworden, hat folgenden Hintergrund. Wir sind preis-leistungsmäßig da gut aufgestellt. Ich schalte einmal durch, denn neben unserem normalen Blaulicht haben wir halt hier noch die Möglichkeit, die Arbeitsscheinwerfer vorne mit dazu zu nehmen, auch wenn das Blaulicht läuft natürlich. Ne? Dann haben wir seitliche Arbeitsscheinwerfer, die sogenannten LED-Lights. Und jetzt müsstest du einmal nach hinten wechseln, denn das Rückwarnsystem gehört mittlerweile auch zu unserem Standard. Und bleib einmal da, wenn das Rückwarnsystem nicht aktiv ist, dann dienen die auch als Fahrtrichtungsanzeiger, also als Blinker. Das ist unser Standardprodukt mittlerweile. Also alle Lagerfahrzeuge, die wir bauen, erhalten den Dachbalken mit diesen Funktionen. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende für dieses Projekt. Wie gesagt, gute Woche Bauzeit, wenn nichts dazukommt. Beim Lager ist es halt so. Und wenn natürlich Sonderkomponenten dazukommen oder der Kunde liefert irgendwas an, Funk, Lades, Einsatzstellennavigation, Ladeerhaltung und was auch immer, dauert natürlich ein bisschen länger. Ja. Das war es auch schon wieder von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.